Hallo ihr Gärtner da draußen. So ein Gewitter und ein Regenwetter hält uns nicht ab, in unserem Garten etwas zu machen. Es gibt nichts Schöneres, als im Garten Schuppen zu sein und arbeiten zu können, während es draußen regnet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich wahnsinnig auf Weihnachten. Und eins der größten Dinge zu Weihnachten ist es, Rotkohl, Grünkohl und Weißkohl zu essen in verschiedenen Formen und verschiedenen Varianten. Jetzt im Juni, Juli ist die Zeit nach der ersten Ernte, die wir im Garten haben, die Nachpflanzungen auszusäen, sodass wir dann Weihnachten Kohlköpfe ernten können. Und Klassiker, die jetzt in die Erde reinkommen, das ist eben Weißkohl, Rotkohl und Grünkohl. Ich fange mit dem Grünkohl an und bediene mich jetzt hier einer solchen Mehrtopfplatte. Davon kriege ich unendlich viele, wenn ich im Gartencenter danach frage. Die werden meist verworfen und fülle jetzt hier direkt schon die Töpfe mit leichter Blumenerde an, die für die Aussaat gemacht ist. Nährstoffarm mit Sand und natürlich auch mit Perlite, um leicht, aber auch nährstoffarme Erde zu haben. Die Töpfe fülle ich jetzt schön bis zum oberen Rand voll. Ich brauche nachher in meinem Garten nicht mehr als 10 Pflanzen, sodass man auch eine Größenordnung weiß. Meist sind die Samentüten ausgelegt für eine ganze Bataillon an Gärtnern. Meist sind da 100 Samen drin. Wir brauchen nachher nur wirklich eine überschaubare Menge anpflanzen. Das könnt ihr euch selbst ja auch ausrechnen, wie viel ihr habt und wie viel ihr gerne auch essen möchtet von den Kohlpflanzen danach. Kohlaussaat im Sommer, Juli, August sind die Monate dafür, um sie dann später dann im September zu pflanzen und um dann im Winter dann ernten zu können. Die Samen vom Kohl sind schön groß. Die kann man auch mit dem Auge auch ganz gut sehen. Die lassen sich auch ganz gut händeln. Hier sieht man sie. Und ich brauche immer davon 3 Stück. Die Keimrate davon ist recht gut. Eine kleine Pflanzkuhle mache ich mit den Fingern. Und da kommen dann die 3 Samen rein. Die stärkste Pflanze wird dann nachher drin bleiben. 1, 2, 3. Schwer zu sehen, sicherlich für euch an der Kamera. Aber man fühlt es sehr gut. Die Kohlsamen sind doch recht groß. Und man fühlt es eigentlich ganz gut in den Fingern, wenn die dann in die Pflanzkuhle reingehen. Ich tacke das noch einmal auf. Decke jetzt die Samen leicht ab. Verdichte das ein bisschen mit meinen Fingern und jetzt zum Abschluss decke ich das Ganze mit einer Sandlage noch ab. Sand eignet sich hervorragend dafür, ganz normaler Spielsand. Die Samen haben dann einen guten Abschluss und vor allen Dingen, es hält die Feuchtigkeit auch in der Erde. Wenn ihr kein Gärtnersieb habt, nehmt einfach ein handelsübliches Sieb für Salat oder dergleichen und damit könnt ihr dann auch eure Kohl oder überhaupt eure ganzen Aussaaten wunderbar mit Sand abdecken. Jetzt kommt das Etikett drauf. Das Wichtige, das Datum vom Tag, wo ich es aussähe. Oben auf das Etikett und den Namen. Grünkohl, Black Magic.
Die nehme ich jetzt, bringe sie nach draußen, angießen, an einer halbschattigen Stelle im Garten aufstellen, darauf achten, dass keine Vögel, Amsel vor allen Dingen, nicht da drauf gehen und da drin graben. Das tun die sehr gerne. In etwa 10 Tagen sind die Samen gekeimt und ich lasse sie dann eine weitere Woche oder weitere 10 Tage stehen, habe dann immer 3 Pflanzen und lasse dann nachher nur die stärkste davon und habe sie dann direkt im Topf und kann die Kohlpflanzen dann ohne Wachstumsschock, ohne sie pikieren zu müssen, direkt auspflanzen. Bei großsamigen Pflanzen, wie beispielsweise Kohl, funktioniert das sehr gut, die Dinge direkt in die Töpfe einzusäen, ohne sie zu pikieren, sprich vereinzeln zu müssen. Ich freue mich jetzt schon auf Weihnachten, Gänsebraten mit Rotkohl und Grünkohl. Ich denke, dem einen oder anderen von euch geht es genauso. Viel Spaß dabei!